So, einen wunderschönen. Wir spielen wieder Red Dead Redemption 1 im Stream. Parallel wieder für alle anderen aufgezeichnet. Ich muss mal kurz gucken. Wir waren stehen geblieben beim letzten Mal. Genau. Neuen Charakter zu treffen, der den wir bekommen haben aufgrund von unserem Quacksalber. Und da wollen wir natürlich hin. Und bevor wir das Ganze hier hin und her reiten, dachte ich mir, wir machen ein Camp. Was wahrscheinlich funktioniert. Wir hatten zwar eins, aber das ist schon aus und das können wir nicht wieder benutzen. Ist halt meist so, dass man das nicht wieder benutzen kann. Also lassen wir uns überraschen. So, wir wollen zum Zielort reisen. Genau, Hust. Nach Wegpunkt, ich habe ja schon einen gesetzt und los geht's. Erstmal ein bisschen ausmachen. Vielleicht ist auch also der Regen weg. So. Oder auch nicht. Gut, lass uns mal überraschen. Da ist das Pferd. Guck mal, hier wäre auch, können wir hier was machen? Nö. Dann lass uns mal überraschen. Auf geht's zu Seth. Leichen ausbuddeln und andere schöne Hobbys. Oh, schön. Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. West Dickens. My name's Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for one second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that then? The map, partner. The map that tells me where it is. Was? Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. Ach, da steht sogar Deutsch da und hier liegt. Sure. And where's this Moses now? He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people, they feel differently. Not Moses. Him and me are the same. The self-same. Come on, Seth. Let's go see Moses. Get you your map back. Then maybe you'll help me. All right, partner. Let's go. Guck mal, vor allem die Grabsteine deutsch eingemeißelt, ja? Hätte man ja nicht machen brauchen. Horses are over here. Ja, ich sehe es. Oh, there. So. Wo geht's lang? Begleite Seth. Wo auch immer dahin reitet, wir reiten mit hinterher. How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Oh. Ah, hypocrite. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talked to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rotten. I met some sick bastards in my time, Seth. But you? You're special. Folk is cold and heartless all their lives. To me, they gets warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare.
Ja, mal gucken, wo er hinreitet. Ich meine, eigentlich, wenn man sich... What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Yeah. I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williams? Ooh, I can't even. You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke, all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who'll do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. Einige Ausführungen, die sind gar nicht mal verkehrt, die er da stellt. Ne? Also von wegen Lebende bestehlen, Tote bestehlen. Hängt natürlich immer vom religiösen Standpunkt ab, ob man sowas macht. Auf jeden Fall hat er eine Meise, eine riesengroße. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a rage and fire put out. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat. Der hatte eine Frau und Kinder? Oh, das mag ich mir gar nicht vorstellen. I know. I can smell you from here. Used to be about money, but now I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Only it's me. You know? Maybe it's time you moved on. Oh. Okay. All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. Och, Windows. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Aber bitte nicht ballern, ne? Also bitte. Reden. Huch. Huch. Hallo? Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. Ich konnte gerade nicht. Ich weiß nicht, was das gerade war. So, ich soll hier ein Pferd stehlen. Das mache ich vielleicht mit eins der etwas entfernteren Pferde, wa? Zum Beispiel dem. Ja. Ey, die sind aber. Ey. Let's go! Sorge dafür, dass ich nicht mehr. Aha. Was war denn hier? Come on! Okay. Mein Wanted Level. Was ist das da hinten für eine Hütte? Ich muss mal kurz gucken. Auf die wir jetzt gerade gucken. Irgendeine Hütte. Hier, Tumbleweed ist das. Okay. So, haben wir erledigt. Das war einfach. Okay, aber auf deinen Kopf ist weiter eine Belohnung ausgesetzt. Die muss ich irgendwo wieder zurücksetzen, ne? Beim zweiten Teil haben wir ja dafür den, das Eisenbahndepot, beziehungsweise Eisenbahnstation. Geht's hier nicht runter? Scheinbar nicht. Oh komm. Jetzt aber hier. Na, hat es geschafft? Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Moses? Oh, Moses! You got a visitor!
my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! Get that slippery bastard! I need him alive, though! Don't trust Seth! He's sick in the Oh, da geht's zu Fuß. Okay, okay. You ain't the damn law! Ach, Mist. Komm, schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Get away from me! Ey, komm. What's this got to do with you? Der kann aber rennen. Jawohl. Son of a bitch! Aber mein Freund. You must be stupid trusting that crazy. Och. Beleidige mich nur. Komm, mach weiter. Hm, you son of a bitch, let me go. Ach so, warte mal. Da, da. Streitross. We'll split it between us, just me and you. So. Now try not to fall off. What's he paying you? I'll give you double. Der bezahlt gar nichts. da lang. So. Let's go. Who do you think you are, mister? Wo ist er denn? Ach, da hinten. You just wait till I get loose, mister. Oh, da ist er. Moses, you son of a bitch. Where's my damn map? Damn you, Seth. Damn you, Seth. You've always been a twisting little freak. I ain't telling you shit. Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston. I want to cut into a bona fide man's flesh. He never cut into a live one before. Odd fellow's rest. It's an odd fellow's rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. Ooh. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping. Aber schon zwei. Come on. We can pay it off in the telegraph office. Hurry up. I need to go find that man. Ja doch. Hellfire. So, hier, da. Die 20 Dollar bezahlen. So, mein Freund. So. Here. Now get those people off my back. Master, I hope you stay out of trouble now. Na klar. Ich werde hier nie was Schlimmes machen. Thanks for your help. Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. Okay, gut. Haben wir Seth überstanden? Etwas Ruhm geerntet? Da ist ein Fragezeichen, sehe ich gerade. Das wird vermutlich... ja, jetzt nicht. Das wird vermutlich hier so ein Ding sein, ne? So ein Wanted-Poster. Oder auch nicht. My, my, take a look at you. Will you take a look at you? What then? You look like you've seen trouble, mister. Enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. Mm-hmm. Whatever you say.
cold, tough but hey. Heart of gold. Windows. The cowboy sings his lonely song like a dog whose bone is made of wood. Excuse me? Nothing. I was just writing my next piece. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying. Ich auch nicht. Yeah, my mom felt the same way. And now she wrote me out of her will, and there's no hope for any of us. Jimmy Saint, sir, at your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. Wild men, cheap women, you know, guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, Spork. I tell you, mister, the time of my little old life. Der Witzbold-Journaleintrag hinzugefügt. Was auch immer gerade. Witzbold-Journaleintrag. Lass mich mal kurz gucken. Witzbold. Fremde Person. Du hast am Bahnhof einen Journalisten aus Manhattan getroffen, der gerade Benedict Point besucht. Er reist durch die Gegend, um Eindrücke vom Leben an der letzten Grenze zu sammeln. Die ist inaktiv. Wahrscheinlich werden wir ihn öfter einfach mal so treffen. Okay, ich sehe gerade, wir haben wieder eine größere Mission hier. Lüt. Hier oben. Wie sieht's hier hinten aus? Nö. Sprich, die nächste Hauptquest haben wir hier. Unser kleinen Quacksalber. Eine mietbare Immobilie. Der ist immer noch auf der Farm. Okay. Achso, wollen wir da hintreten? Mal kurz gucken. Ja, das ist nicht so weit weg. Das können wir reiten. Das ist gut. Oh, warte mal. Ach, Seth ist ja auch noch? Habe ich gar nicht gesehen. Wo ist der? Hä? Ach, da. Der ist wieder zu Hause. Nee, wir bleiben mal beim Charles Dickens hier. So. Was? So, ab geht's. Da. Wenn ich jetzt die Bahnschienen lang reite, dann müsste ich doch direkt drauf zukommen. Ja? Wobei, da hinten sollte ich vielleicht nicht über die Bahnschienen reiten, Alter. Sonst gibt es hier Stress. Da. Und Stress brauchen wir jetzt nicht. Collar Springs. Oder Collar Springs? Collar oder Choller? Okay, da sind wir schon. Hier hatten wir so eine schöne Prügelei beim letzten Mal. Und... Was hier los? Lügner, Betrüger und andere stolze Amerikaner. Oh, Mr. Marston. How are you, sir? I'm all right. I met up with your friend Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy.
your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business, and this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Money? What are you talking about? Oh, we need weapons. Armor plate for the wagon, extra hands, and I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no. The sport of kings. Racing, my friend. Uh-huh. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Das ist so cool. Now, sir, do gap to breach. So, diesmal darf ich beifahren. Okay. Lass mich raten. Ach, wir können gleich hinspringen. Ist jetzt die Frage. Wir lassen es laufen. I wouldn't say interesting. More deeply disturbed. I can see why you two get along. I see the good in everybody. Come, it's a flaw of mine. I have a soft spot for life's flotsam and jetsam. Connection with them, more like. You and Seth have a lot in common. You both rob people for one. Mind you, at least he waits until they're dead. Oh, my dear boy. Nobody is more critical of drinkers than a drunk who's mended his ways. What are you talking about? Come on now, John. I've heard about you. You spent your life robbing people. It's a little inappropriate to be taking the moral high ground now. I had the courtesy to put a gun in their face. Whatever helps you sleep easily at night. We stole from those who had too much. We tried to give to those who had too little. And Robin Hood with spurs. Oh, romantic. You're expecting to believe that poppycock? Maybe I'll have the good fortune to be able to leave my nefarious life behind one day and work on the government's dime. Don't talk about things you don't understand. Dear, oh dear, simmer down, my boy. You need to start appreciating your friends more. Folks around here don't see you as any different from Bill Williamson. I didn't think I'd have to huckster snake oil and dig up the dead, that's all. Take it from me, John. Collaboration is the key to success. I can help you. Seth can help you. It's business. Nothing more, nothing less. There's no need to make it quite so personal. Suits me. Okay. Ein wunderschöner Dialog. Ich spring mal jetzt so langsam zum Ziel. Also schön aufpassen bei solchen automatischen Fahrten. Da wird noch das ein oder andere Gespräch dann getätigt. Das ist super. Wo auch immer wir sind. Ich muss mal kurz gucken, wo hat er uns... Wir sind ein bisschen... Naja, nicht viel. Eigentlich waren wir schon fast da, wenn ich das hier sehe. Oh, oh. Oh, oh. Here we are, John. Oh. Tooth Reach. Ich soll jetzt fahren, oder was? Ach du Gott. Grabbers! Y'all know the rules. But for you newcomers, this here's a fair race. Keep to your manners and let the faster cart pass. So now that's been said, y'all can get to running each other off the road like always.
All right now, counting to three. Ready, set, go! You can win this stuff. Take okay. Wow. Oh Gott, der ist absolut bescheiden zu steuern. Alter. Okay, ich hoffe, die können nicht automatisch nachziehen. Wow. Da. Ich will nicht rückwärts fahren. Mach mir nicht so eine Vorschläge. Wow. Vorsichtig. Oh Gott. Die armen Pferde. Und die Brücke. Wo lang? Oh Gott. Naja. Ich versuche nicht so doll zu schlagen. Bin ich jetzt richtig? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Ich war bloß den längeren Weg. Mist. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ausdauer, Ausdauer. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht. Feuer frei. Schön Abstand halten. Bin ich denn noch auf Kurs hier? Achso, das ist das Ziel. Bitte, 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 bitte. Jawohl, jawohl. Yeah. So. Hell raise, Mister. I'll take care of this cart for Mr. West Dickens. Come on, John. I suggest we beat a hasty retreat. Warum? Wir haben doch sauber gewonnen. Oder hatte das Pferd einen Einlauf gekriegt vorher? Warum? Was macht er denn? Oh, come on, John. Even a cold-hearted misanthrope like you must have found that just the tiniest bit exhilarating. Not the friendliest bunch, are they? They take the racing very seriously in these parts, and your participation was not entirely pre-approved. That was clear. Ah, sport, war, and heartache. The guilty pleasures of mankind since the dawn of time. I'd get away from the men we just swindled before you start waxing too lyrical. Wieso betrogen? Yes, yes, of course. Wie, wir haben betrogen. Warum haben wir denn betrogen? So, wie geht's jetzt eigentlich hin? Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. Ach so. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish? Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some Bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Oh, schön. Ach, insofern haben wir ausgetrickst, weil wir waren anderer Typus hier. $3 habe ich gekriegt. Drei.
Echt jetzt? So, jetzt haben wir Irish. Okay. So, ich würde mal sagen, wir schubsen hier mal ein bisschen die Wirtschaft an. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das hat er jetzt nicht getan. Ich wollte einsteigen als Kunde. Oh Gott. Toll. War so nicht geplant. Verdammt. Jetzt heißt es, das war abhauen. Warum? Oh Gott. Was mache ich denn? So, wo könnte ich denn... Da nicht. Da ist bloß Pferderennen. Das machen wir mal im Armadillo. Da ist eine Eisenbahn, ne? Hier. Wahrscheinlich kann ich hier drinnen mich wieder aufpimpen. Ey. Ich wollte eigentlich einsteigen und die nicht da einfach runterziehen. Gut, das wird im zweiten Teil auch ein paar Mal passiert. Ist leider so. An der falschen Stelle gestanden, falsche Taste gedrückt. Oh. Was macht ihr denn da? Okay, sie sind nicht auf mich geeicht. Was ist mit ihr hier? Aber... Aua! Ey, was? Der Balken war doch noch... Ah nee, das war nicht meiner, wa? Ich dachte, das war mein roter Balken. Ach, und das kostet Geld. Oh, das ist ja noch weiter. Nee. So. So schnell kann es passieren. So, wo ist das hier? Zielort Reisen zum Wegpunkt. Und los geht's. So, wo ist der Bahnhof? Ich bin ja am Bahnhof. Aber das ist kein Telegrafendings, ne? Gibt's hier nicht ein Telegrafendings? Geht doch nur bei einem Telegrafendings. Das ist der Zeitungsseite, will ich ja nicht. Ach komm. Wie viele Telegrafenhäuschen gibt's denn nur? Hier ist aber auch kein extra Telegrafenhäuschen. Hä? Ich probier's mal. So, kann ich bei dir bezahlen? Nee. Oder vielleicht habe ich gar kein Kopfgeld mehr, ne? Sehe ich das irgendwo? Statistik? Nee. Ehrliche Haut, Grünschnabel? Nee. Keine Ahnung. Was da? Benutzte Steckbriefe. Hier ist ein Steckbrief. Oh, hier ist gerade einer angeschlagen worden. Was haben wir denn hier? Wir gucken mal. Was? Mofan Barr. Waltons Bande. Körperverletzung. $160 lebend, 80 tot. Uiuiui. So, bei Biddle Brush Trawl. Wo auch immer das ist.
Eieieiei, okay. Achso, wir probieren es mal. So, erstmal einen Wegpunkt erstellt. Und kurz vor die Tore gegangen. Wegen der Schnellreise. Das reite ich da jetzt nicht bis runter. Nein. Die müssen wir auch noch finden, aber dazu müssen wir auf die andere Seite vom Wasser. Bin mir ziemlich sicher. Ich wollte aber woanders hin. Wahrscheinlich bin ich noch zu dicht dran. Nee, doch nicht. Wow. So, und Feuer frei. So, ich hoffe, wir erwischen den richtigen. $160 sind $160, ja. Komischerweise mehr Geld. Ich bin schon level. Ich bin gleich schon wieder tot, verdammt. Ich weiß, ich kann was trinken. Es ist das. Auf alle Fälle ein Apfel. Hat er nicht getrunken? Hilf doch! Warum hat er dich geworfen? Das sollte werfen. Das war gerade ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ist klar. Okay, wir sind nicht ganz so weit entfernt. Bleib stehen! So. Wir werden mal uns hier hinstellen. Nicht, dass wir dann... hätte ich mal Feuer machen sollen. Nein! Nein! Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Verdammt. Ja, ich weiß, dass die gesuchte Person so markiert ist. Das ist jetzt irgendwie eine Hauptmission, ne? Ach, da ist der Hund. Ja, machst du super. Nun komm, Hund. Wenn ich schon in deine Quest reinstolpere, dann beweg dich wenigstens. Ja. Macht er fein, das ist ein ganz braver, ne? Was schießt er denn? Ach so, auf die. Ja, okay, er macht Zielübung. Nee, macht er nicht. That doesn't sound good. He won't be back. Wo ist der Hund? Ach so, das war's schon. Okay. Dann holen wir uns die Kohle ab.
Für einen Kojoten, den wir gekillt haben, kriegen wir bestimmt so richtig, also so, also megamäßig. Ach, das war eine Nachtmission, deshalb. Boah, ich sollte öfter Kojoten killen. Super. Super.